So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind in diesem Augenblick jetzt beschlussfähig. Dementsprechend würde ich jetzt gerne die Fraktionssitzung öffnen. Ich würde gerne ausnahmsweise zu Beginn einen nicht öffentlichen Teil machen wollen. Dauert nicht lange, 15 Minuten, in der es um Personalien geht, da Oliver Bayer uns heute früher verlassen muss und da er dort bei unter anderem involviert ist. Könnt ihr aufhören zu quasseln? Wir sind immer noch 10, ne? Wir sind 10, ja. Unfassbar. Was ist denn los? Olaf. Ja, noch auf der Beerdigung in Paderborn. Ah, okay. Hat jemand etwas dagegen, dass wir zu Beginn dieser Sitzung einen nicht öffentlichen, circa 15 Minuten langen Teil wegen Personalien machen? Den bitte ich dann jetzt um das Wort. Richtig nicht öffentlich, weil es um Personal geht. Es hat keiner was dagegen, dann werden wir das so tun. Dann würde ich bitten, unsere beiden Mitarbeiter, dass die... Können wir eine zuverlässliche Uhrzeit festlegen, die man kommunizieren kann, wann wir dann öffentlich... Also ich denke wirklich, dass es keinen großen Diskussionsbedarf gibt und dass wir nach 15 Minuten in den öffentlichen Teil wieder also gehen. Also um 10.30 Uhr. Ja, haut rein. Wie angekündigt mit dem öffentlichen Teil der Fraktionssitzung, machen wir damit weiter. Und wir beginnen mit Ingo, mit dem Bericht der Pressestelle. Bitte schön. Ja, schönen guten Morgen. Wir kümmern uns heute und morgen schwerpunktmäßig um alles, was mit Flüchtlingen zu tun hat, die Anhörung zum Abschiebungshaft, morgen dann auch der Gipfel. Da noch ein Bitte, es gibt bereits die ersten Interviewanfragen zu dem Gipfel, wenn also feststeht, wer jetzt alles dahin geht, in welcher Konstellation, bitte kurze Rücksprache an mich, dass wir das für morgen früh koordiniert bekommen. Ansonsten schauen wir auf unsere Veranstaltung am Freitagabend auf eine Ganztagsschule, auf eine Baustelle, um 18 Uhr ist Einlass. Da haben wir entsprechend die Werbetrommel gerührt. Wer noch jemanden kennt, der an dem Thema interessiert sein könnte, bitte ansprechen. Es sind noch Plätze frei. Die Veranstaltung ist in der Villa Horion, um 18 Uhr ist Einlass, 18.30 Uhr geht es los. Und alle Informationen stehen auf unserem Blog. Oben rechts ist sie verlinkt. Ein kleines Mädel guckt in die Kamera. Da draufklicken und dann findet man alles, was man zu dieser Veranstaltung wissen muss. Und am Montag geht der Veranstaltungsreigen weiter mit Gunther Dück, der uns über die Zukunft unserer Arbeitsplätze und deren Auswirkungen auf die Schuldenbremse informiert. Hier im Plenarsaal. Auch eine Abendveranstaltung, auch da sind noch Plätze frei, man kann sich anmelden, auch da stehen alle Informationen auf unserer Internetseite. Und der Eintritt ist frei. Es gibt auch Schnittchen. Die gibt es am Freitagabend. So, und, wir haben noch ein neues Twitter-Passwort. Die Briefumschläge sind bereits verteilt an die Anwesenden und die anderen. Wie bitte? Genau. Fertig. Gut, ja, also es werden ja schon fast alle mitbekommen haben. Wir hatten gestern die Situation, dass sowohl ich und Joachim unpässlich waren und Grumpy und Dietmar sich auf einer Ausschussreise befinden, sodass der Dannebot dann gestern hier alleine war, dementsprechend war der Vorstand nicht beschlussfähig, es fand keine Sitzung statt. Dannebot war so nett und hat gestern eben geguckt, was noch an Tickets da ist, was noch mit in die Vorstandssitzung, in die Fraktionssitzung jetzt mit reingelaufen ist. Ich weiß nicht, willst du das jetzt noch ergänzen? Also ich hoffe, ich habe nichts übersehen, sonst müsstet ihr was ergänzen, wenn euch noch was auf dem Herzen liegt. Und Britta hat auch mitgeholfen, ich war jetzt nicht ganz alleine. Gut, also die Situation hatten wir noch nie und das wird wahrscheinlich auch nicht nochmal vorkommen. Bitte, Birgit. Also wie ich das jetzt, ich hatte kurz Simone schon gefragt, vermutlich ist der Punkt, den ich vor ungefähr 5 Wochen beantragt habe, jetzt noch nicht dabei.
Auch Dannebot hatte es nicht auf dem Schirm. Ich hatte ja mal gefragt, was denn Team Steffenhagen so gekostet hat und noch kostet. Und ich würde das halt dann gerne bitte auf die nächste Tagesordnung. Ich habe es aber auch dem Vorstand nochmal geschrieben. Nimmst du das auf, Dannebot? Hast du, ja, am besten ist das, wenn das ins Redmoin als Ticket kommt, weil dann ist es für uns echt übersichtlicher, dass, ja? Ja, dann habe ich einfach nicht weit genug in der Zeit zurückgeguckt. Kann sein, dass... Das wolltest du auch nicht. Versuchen wir es einfach nochmal für dich. Da kommen also so komische jetzt als, Sachen aus 2012 dann es hoch. Es ist jetzt als Ticket drin. An... Da liegt's gut. An Vorstand. Gut. Ich sehe keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen mehr. So kommen wir zu Top 3, den Umlaufbeschlüssen. Wir haben... zwei angenommene, da ging es einmal um die Referentenstelle, EK Familienpolitik und die Registrierung der NRW-Domain piratenfraktion.nrw. Der dritte Umlaufbeschluss ist nicht final abgestimmt, weil sich zu wenig beteiligt haben. Da ging es um Unterkunft und Ticket für die Republika 2015. Da hatten wir 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 11 haben nicht abgestimmt. Das heißt, wir müssen diesen Umlaufbeschluss jetzt abstimmen, es sei denn, ich höre harten Widerstand. Hm? Okay. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu Frank. Ich hatte ja einen Vorschlag für die Tagesordnung gemacht, Reihenfolge und so weiter. Und so wie ich das verstanden habe, war das angenommen worden. Das würde bedeuten, dass das jetzt nachher, also zwar besprochen wird, aber nachher kommt. Also mir ging es jetzt nur um die Reihenfolge, aber wie ihr das jetzt macht, wie, weiß ich jetzt nicht, wie es gestern beschlossen ist. Ich hatte halt vorgeschlagen, dass wir... Okay. Also müssen wir jetzt den Umlaufbeschluss hier nochmal in der Fraktionssitzung abstimmen und ich bitte um das Handzeichen. Wer ist für diesen Umlaufbeschluss? Den bitte ich jetzt um die Meldung. Republika-Ticket, Daniel, Hotel und... Ja, es ist aber nicht zustande gekommen. Hast du, Nico? Ne? Kannst du noch mal kurz die Hand heben, wer dafür ist? Er hat ja, glaube ich, nur Papier dabei. Okay. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Stefan und Nico. Michelle, du hast den Zettel. Ich stimme gleich ab, wenn ich ihn gefunden habe. Nee. So, seid ihr dagegen? Okay. Damit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt. Wir kommen zum vierten. Da geht es um die erste Variante Equal Pay Day der Fraktionsmitarbeiter der Piratenfraktion NRW von Olaf. Da hatten wir 5 Ja, 8 Nein, 6 nicht abgestimmt. Den müssten wir dann jetzt auch noch mal abstimmen. Gibt es dazu vorher noch was zu sagen? Dann können wir darüber noch mal abstimmen. Wer ist für die Variante 1 von Equal Pay Day der Fraktionsmitarbeiter der Piratenfraktion NRW? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Nicht als Mitglied dieser Fraktion. Wer ist dagegen? Alt, den nimmst du mich noch dazu, dafür? Ja, das ging zu schnell, der Equal Pay Day. Nee, wir sind jetzt gerade, achso, bei dagegen. Ja, aber es war schon. Ja.
Okay, wer... Das ging jetzt was schnell. Wer enthält sich? Wer ist dagegen? Also, ich bitte noch mal alle, die Hand zu heben, die dafür sind, jetzt. Ja, jetzt ist noch mal dafür. Ja? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Eins, zwei, drei, vier. Dann ist der Umlaufbeschluss so positiv abgestimmt, aber wir müssen noch gucken, welche Variante mehr Punkte hat. Ne? Das heißt, wir stimmen jetzt ab über die Variante 2 zum Equal Pay Day der Fraktionsmitarbeiter der Piratenfraktion. Olaf? Ist okay. Der Unterschied ist, dass der eine weitergehender ist und der andere, also der eine gibt nur, unterscheidet nur nach männlich-weiblich und der andere entscheidet auch in die Kategorien sonstiger Mitarbeiter, ich weiß nicht mehr, wie ist das hier, Fachangestellter und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Noch zusätzlich macht der zweite. Da der zweite dieselben Informationen enthält wie der erste, nur mehr, sehe ich das etwas anders. Egal, wenn beide durchkommen, ist der Weitergehende immer der, egal ob er mit mehr Stimmen oder mit weniger Stimmen durchkommt, es ist immer der, der dann umgesetzt wird. Der andere kann auch noch umgesetzt werden, aber ist ja dann schon praktisch mit umgesetzt. Frank. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass ein Teil von der Diskussion, die ja geführt wurde zu der Abstimmung, auch hier noch rekapituliert wurde vor der Abstimmung. Das scheint nicht der Fall zu sein. Also ich wollte eine Erklärung zur Abstimmung geben. Ich habe gerade dagegen gestimmt, nicht weil ich dagegen bin, dieses zu bewerten, Equal Pay und so weiter, finde ich voll dafür. Ich finde nur das, was da im Beschluss vorgeschlagen wurde, nicht durchführbar für uns hier. Und dass das Ergebnis eine Nullaussage bedeutet. Wir haben jetzt einen ja schon angenommen, würde ich schon jetzt dafür plädieren, dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird, die erstmal wirklich die Tätigkeiten der Mitarbeiter, die ja da verglichen werden sollen, mit Faktoren 0, und weiß der Kuckuck was, Multiplikatoren auf ein vergleichbares Niveau bewertet, um dann die dafür gezahlten Gehälter überhaupt vergleichbar machen zu können und irgendein Ergebnis zu kriegen. Einfach so das zu machen, ist wertlos. Danke. Olli. Ich habe, glaube ich, ausführlich geschrieben, warum ich dagegen bin, innerhalb des Textes. Und zwar bin ich gegen die Anträge speziell. Ich habe jetzt nicht dagegen gestimmt, eine Arbeitsgruppe einzurichten. Insofern haben wir jetzt auch nicht dafür abgestimmt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, sondern das so zu machen. Das ist natürlich doof für Leute, die jetzt dagegen gestimmt haben und meinen, dass das so nicht zielführend ist, wie die Anträge aufgebaut sind. Aber es ist halt eben keine Arbeitsgruppe. Also irgendwie als Vorstandsmitglied habe ich ja auch so ein kleines Problem damit, weil wir ja diejenigen sind, die im Zweifelsfall haften. Wenn wir was beschließen, was gegen Datenschutzgesetze zum Beispiel verstößt, nachher in der Konsequenz, weil die Auswertung in dieser Form halt die Möglichkeit ergibt, dass man wirklich nachvollziehen kann, wer da auch in anonymisierter Form halt oder trotz der anonymisierten Form nachvollziehbar ist, wer da was wie kriegt, dann ist das schwierig. Und da überlege ich mir tatsächlich, mich zu weigern, das hier durchzuführen. Olaf? Es sind ja zwei. Gut, der erste ist angenommen, den sehe ich in der Richtung der Datenschutzsache als völlig unproblematisch an, weil da ist wirklich kein definitiv, selbst mit noch Zusatzinformationen, da muss ich also wirklich so eine Menge Informationen haben, um da einen Rückschluss zu machen, das wird nicht möglich sein. Bei der Sache 2, ja, aufgrund dessen, dass hier Informationen rum auch existieren, die eigentlich nicht öffentlich sein könnten. Ohne Informationen, die eigentlich nicht öffentlich sein dürfen,
könnte ich auch den zweiten nicht nachvollziehen. Das heißt, ich muss an irgendwelche Informationen kommen, sei es auf vertraulicher Basis oder sonst was, um dort einen Rückschluss zu machen. Das kann ich nachvollziehen, wenn da Bedenken bestehen. Die Sache mit der Gruppe, die hier gerade angesprochen ist, ob man das Ganze nicht noch größer machen kann, ob man da nicht noch mehr Informationen veröffentlichen kann, beziehungsweise das noch aussagekräftiger machen kann, als es da schon ist, spricht ja nichts dagegen. Das heißt, die Sache immer noch zu verbessern und dafür eine Arbeitsgruppe einzurichten, liebend gerne, hätte direkt meine Zustimmung, dieser Antrag. Moment. So, okay, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das heißt, wir stimmen jetzt über die Variante 2 von Equal Pay Day ab, die weitergehende ist, wenn ich das von Olaf jetzt noch mal verstanden habe. Gut, wer ist für diesen Antrag, also Variante 2 zu Equal Pay Day, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Die weitergehende. Im Grunde ist okay. Wer ist dagegen? Soweit das tatsächlich nicht geht, weil es mir egal ist, dann lassen Sie es. Das kann ja schon gehen. Wenn dann einen Fall mal weniger. Wer enthält sich? Keiner. Es gibt Leute, die nehmen nicht teil. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 1, 2. Unentschieden ist dann abgelehnt, oder? Ich mag mich täuschen, aber ich habe gerade mehr Ja-Stimmen gegeben. Es waren 5. Der Stefan. Ich bin auch da dafür, ne? Also ich habe mich auch gemeldet. Steht im Moment nur ein Daniel da. Okay, dann ist er also mit 5-4 Stimmen bei genauso wie der Enthaltung angenommen worden. Damit sind wir am Ende der Umlaufbeschlüsse. Und wir gehen noch mal kurz hoch zu dem Top 0. Möchtest du noch mal was zu sagen, Frank? Ja, dass ich in 10 Minuten weg bin. Nein, ich habe natürlich damit gerechnet, dass gestern der Vorstand da ist und eine Tagesordnung macht. Und das war jetzt nur ein Vorschlag. Wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, die Fraktionssitzung ein bisschen zu strukturieren. Insofern weiß ich jetzt nicht, das wäre dann halt für nächste Woche. Vielleicht habe ich es ja da auch einen Beschlussvorschlag zu machen. Oder jetzt kann halt, jetzt können wir auch eine Meinungsäußerung von dem Rest der Runde bekommen, von mir aus. Wobei, ich weiß nicht, da würde ich vielleicht darauf verzichten, weil den Vorschlag, den ich machen wollte, den wollte ich eigentlich zuerst rumschicken. Und das ist jetzt nicht passiert. Also nochmal für die Kurzfassung. Ich habe gestern gedacht, der Vorstand spricht darüber, aber das konnte er ja mangels Anwesenheit nicht machen. Wobei ich sehe schon jetzt, also außer die Umlaufbeschlüsse, die häufig ja auch politischen Inhalt haben, arbeiten wir schon von der Reihenfolge her, dass wir jetzt eher im ersten Teil die politischen Sachen machen. Also es kommt jetzt gleich Anträge fürs Plenum und so weiter und so fort. Und eventuellen Orga-Kram eher in die zweite Hälfte futschen. Also das ist ja, ein bisschen Struktur haben wir ja schon in der Fraktionssitzung. Gut, so. Danke, Frank, vor allen Dingen für den Antrag, den haben wir vor 2 Jahren ungefähr schon so abgeschlossen und abgestimmt. Genauso ist die Fraktionssitzung aufgebaut. Deshalb machen wir zuerst die Geschichten aus dem Vorstand, die politisch interessant sind, die politischen Dinge aus der Presse. Und den nicht öffentlichen Teil, der dann ohne politische Dinge normalerweise zurande kommt, ganz zum Schluss. Genau so haben wir das aufgebaut, die letzten 2 Jahre schon. Habe ich schon gelesen. Steht ja im Protokoll von der Vorstandssitzung gestern. Ist genau das Gleiche, was wir immer schon machen. Gut, wir können uns ja das auch alle nochmal durchlesen und dann gucken wir mal in der nächsten Vorstandssitzung, was wir machen. Kommen wir jetzt zu Top 4, Anträge für das nächste Plenum. Gibt es da schon etwas? Ja, also scheint noch nichts vorzuliegen. Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen. Ich frage einfach mal in die Runde, hat denn jemand schon was geplant, was jetzt bloß noch nicht vorliegt? Bitte, Olaf. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube in der letzten Phrase habe ich auf jeden Fall auch schon angekündigt gehabt,
der Antrag zu den Kinderrechten bzw. die Partizipation von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist jetzt in der Endphase und wird Freitag, am Donnerstag fertig sein, sodass er am Freitag in der Mammelsitzung zur Abstimmung steht. Hatte ich da eine Wortmeldung noch von dir gesehen oder hat mich das... Du musst nicht, wenn du nicht willst. Also du arbeitest auch an dem Antrag. Ich wollte ja nur hören, schon mal in der Runde, ob was in der Mache ist. Der Toso nickt auch. Gut, dann freuen wir uns alle auf Freitagabend. Und der Michel, der nickt auch. Jetzt freue ich mich schon nicht mehr, weil es jetzt lang wird am Freitagabend. Nein, alles gut. Gut, dann haben wir ja unseren Live-Mumble am Freitagabend, wo wir unsere Anträge vorstellen. Bitte? Wie viel Uhr? 19 Uhr, ne? 19 Uhr geht das los im NRW-Mumble und ihr seid natürlich auch alle eingeladen, euch das mit den Anträgen anzuhören, Fragen zu stellen oder auch Anmerkungen zu machen. Gibt es bestimmt auch. Nee. Hust. Damit kommen wir jetzt schon zu Tagesordnungspunkt 5 Sonstiges und wir haben da als erstes stehen Frank Herrmann, Bürgerdialog der Bundesregierung, Piraten wirken. Ja, das waren Vorschläge, einfach die mir gerade eingefallen sind, die ich gestern da zum Thema politische Diskussion reingeschrieben habe. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt was vortragen möchte. Es ist der Bürgerdialog der Bundesregierung, der gestern stattgefunden hat. Da kann man jetzt hier drüber reden. Ich finde es bemerkenswert, was Sie da veranstalten, insofern, dass Sie so tun, als würden Sie den Bürger zu Wort kommen lassen und da eine Showveranstaltung von einer Stunde draus machen und sich dann alle abfeiern lassen, wie toll zugehört wird auf den Bürger und irgendwie drüber reden, wie war das, Deutschland geht, gerade den Titel nicht, hat denn jemand, Deutschland geht's gut oder irgendwie sowas war das. Also ich fand es unsäglich, wie hier einfach auch der Begriff Bürgerdialog verhunzt wird für eine PR-Veranstaltung. Ich denke, das sollten wir mal genauer, beleuchten und vielleicht einen Weg finden, damit umzugehen, das zu kommentieren. Es soll auf jeden Fall, ich glaube, 100 Bürgerdialoge dieser Art geben bis zur Wahl. Das ist ein Wahlkampfprogramm, um sich halt bürgernah zu geben. Und das kann man, denke ich, nicht einfach so laufen lassen. Was ich gestern davon gesehen habe, war auf jeden Fall grauselig. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Frank Herrmann, Flüchtlingsgipfel ist Mittwoch. Ja, danke dafür, aber das darf dann jetzt jemand übernehmen, weil ich habe jetzt eine Besuchergruppe wie angekündigt und muss jetzt raus. Danke. Und wie gesagt, es war nicht gemeint, dass ich hier präferiere über diese Themen. Nee, okay, also wir hatten das soweit abgeklärt. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob du morgen mitkommst oder ob ich alleine gehe. Wenn ich alleine gehe, ist auch in Ordnung. Können wir nachher noch besprechen. Auf jeden Fall, wir haben Frank und ich uns ja auch letzte Woche schon darüber ausgetauscht. Wir sind auch einig, je nachdem, was Sie erzählen, wo unsere Schwerpunkte liegen, unsere Kritikpunkte und werden da entsprechend sehen, dass wir da zu Wort kommen. Das LPT am Wochenende ist, hattest du auch noch reingeschrieben, aber das wissen wir, glaube ich, auch alle. Wo ist das dran? In der verbotenen Stadt. Ich kann das so schlecht sagen. Ich habe jetzt verstanden, warum, wer geht jetzt zum Flüchtlingsgipfel? Ich. Alleine. Das besprechen wir nachher noch. Ach so. So, dann haben wir Michel mit Verfassungskommission, Vortrag Günter Dück. Möchtest du da noch was zu sagen? Ich möchte eigentlich nur sagen, dass wir den großen Plenarsaal haben. Wir haben 237 Plätze plus X plus Besuchertribüne. Ich würde doch jeden darum bitten, dass er seine Reichweite im Social Media etc. nutzt, dass wir diesen Vortrag weit streuen. Ich meine, das ist Günter Dück, da zahlt man normalerweise teures Geld für, um den zu hören. Bei uns ist das umsonst. Posaunt es raus in die Welt und lass uns den Plenarsaal recht voll kriegen. Sag doch noch mal genau, wann das stattfindet und wie viel Uhr, damit. Am Montag findet das statt, Montagabend, 19.30 Uhr hier im Plenarsaal.
Es gibt keine Schnittchen, aber es gibt was zu trinken dazu. ja, hier am Landtag. Einfach hinkommen, Gunter Dück anhören. Toso möchte auch noch was sagen. Ich muss das noch sagen. Wir wissen es noch nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich zeichnen wir das Ganze auch auf. Und das würde hinterher dann auch veröffentlicht werden. Aber wir sind uns noch nicht sicher. Deswegen lieber kommen, als auf die Aufzeichnung hoffen. Michelle, lass das Mikro doch gleich an. Jetzt wissen wir, dass Gunter Dück kommt. Über was referiert er denn? Ich meine, der Titel ist ja viel zu lang, den hat der Ingo doch vorhin genannt. Es geht um die Zukunft der Arbeit und die Auswirkungen auf die Schuldenbremse. Zukunft der Arbeit, spannendes Thema. Wie fallen Arbeitsplätze weg, wodurch werden sie ersetzt und wie sieht unsere Arbeitswelt in Zukunft aus? Wie funktioniert Wertschöpfung überhaupt? Ja, das ist... Und kann dann eine Schuldenbremse noch funktionieren? Solche Dinge. Ah, ich finde das immer viel geiler, wenn du das sagst. So, die Simone ist gerade beschäftigt, übernehmen wir mal einfach liquide. Ich muss gerade etwas korrigieren. Die Welt hat uns mitgeteilt, dass wir beim zweiten Umlaufbeschluss von Olaf nur mit 9 Personen abgestimmt haben. Damit waren wir nicht die notwendigen 10 Personen und die Abstimmung ist so nicht gültig. Wir können das jetzt wiederholen, weil Michelle, glaube ich, inzwischen wieder da ist. Wie viel sind wir denn jetzt? Moment, die waren aber anwesend, das heißt, die Leute hatten bei der Abstimmung nicht teilgenommen. Von daher ist das sowieso, oder nicht? Könnte man jetzt sehen, wie man es sieht und wie man will. Nur eine Sache, es ist ein Unterschied, ob die Leute hier waren oder nicht daran teilgenommen haben. Wenn wir jetzt nicht daran teilnehmen, auch als abwesend definieren. Okay. Ich würde da gerne mal in seinem... Im Moment sind wir genau 10 Anwesende, also beschlussfähig. Wir könnten das tatsächlich nochmal abstimmen, dann haben wir auf jeden Fall ein Ergebnis. Wir müssen hier nichts nochmal abstimmen. Wir haben gerade in einer beschlussfähigen Fraktionssitzung einen Beschluss gefasst. Und wenn Olaf alleine abgestimmt hätte und alle anderen schlafend hier rumgelegen hätten, wäre das völlig Wumpe, dann wäre der Beschluss halt mit 1-0 Stimmen angenommen worden. So, beide Beschlüsse sind also absolut korrekt angenommen. Können wir doof finden, ist aber so. Hat da jemand noch Olaf. Nur, damit es dann hinterher, damit es klar ist, würdest du dann noch dann, die 2 Personen, die nicht mit abgestimmt haben. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das der Nico. Und Nico ich. Hat sich enthalten. Nee, eben nicht, oder? Nee, Nico war aber anwesend, hat aber nicht dran teilgenommen. Ich auch nicht. Und das wären jetzt die 2 Personen zumindest dort noch aufzuführen, damit das Missverständnis, dass nur 9 Personen im Raum gewesen seien... Anwesend. Anwesend. Das haben wir im Anwesen drin, Olaf. Ja gut, weil es aber gerade als Kritik kam. Okay, dann, okay. War ja... Wir haben das im Anwesen drin stehen, meine Damen und Herren. Also wir sparen uns hier seit ungefähr 2 Jahren, dass, wenn jemand rausgeht, der Versammlungsleiter sagt, so, jetzt sind wir noch so und so viele, jetzt sind wir noch so und so viele. Das haben wir irgendwann mal gesagt. Ja, wir gucken rum und sagen, oh, wir sind gar nicht beschlussfähig. Genau, und das ist nicht passiert. Und die Versammlungsleiterin hat die Versammlung nicht für nicht beschlussfähig erklärt, damit war sie beschlussfähig, weil es waren einfach mehr als 10 Leute im Raum. Weiter, danke. Okay, dann haben wir das erledigt. Damit ist also der Beschluss gültig. Dann haben wir noch, wart ihr jetzt mit Herrn Dückwart, waren wir jetzt durch, ne? Ja, gut. Noch nicht, Montag erst. Montag um 19 Uhr. Dann der nächste Punkt, Sonstiges aus dem Bundespressemumble Montagabend. Bitte, wenn möglich, Blogbeiträge und oder Videolinks zu unseren beiden Veranstaltungen diese Woche an die Bundespresse. Also ich habe gestern an diesem Pressemann teilgenommen und die haben mich gebeten, das hier nochmal zu ventilieren, dass die
das also geruhen, huldvoll entgegenzunehmen, wenn man da Blogbeiträge schreibt und Videos hat, dass sie die verlinken können und veröffentlichen können. Nur mal so. Ne? Okay. Wollen wir das jetzt jeden Dienstag sagen? Weil ja, weiß ich nicht. Also die waren interessiert halt an den beiden wirklich Veranstaltungen, die sie haben. Die beiden Themen, das sind ja auch gute Themen für uns. Und ich weiß nicht, ich kann es auch jeden Dienstag sagen, solange bis das klappt. Gut, ich glaube, diesmal ging es ja auch konkret um die beiden anstehenden Veranstaltungen nochmal. Ja, der Hinweis ansonsten erfolgt ja jede Woche, da hast du recht, Ingo, aber gut. So, dann haben wir noch stehen Infos über den KVT am 6.6. im Unperfekthaus in Essen. Toso. Ja, das nächste Kommunalvernetzungstreffen ist in der finalen Phase der Planung. KVT. Über den, da hat der Michel völlig recht, es muss nicht den KVT, sondern das KVT heißen. Erinnere ich ja gerne. Kommunalvernetzungstreffen am 6.6. im Unperfekthaus in Essen. Ich habe von fast allen Vortragenden, die ich angefragt habe, inzwischen für den Termin Rückmeldung bekommen. Es wird drei Linien geben mit jeweils drei Slots. Eine Linie wird sich mit dem Schulausschuss und OER beschäftigen, eine Linie mit der kommunalen Praxis und dem Zusammenspiel mit der Landtagsfraktion natürlich, Zusammenspiel mit der Landtagsfraktion ja sowieso immer und der Pressearbeit an der Stelle. Und eine Linie wird sich mit Open Source Software und solchen Dingen beschäftigen in der öffentlichen Verwaltung. Dazu gibt es ein kleines Rahmenprogramm. Wir werden ein paar TED-Talks zeigen, wir werden jemanden dabei haben, der verschlüsselte E-Mails einrichten kann. Das heißt, wenn ihr mit eurem Device da hinkommen wollt und ihr könnt noch nicht E-Mails verschlüsseln, dann könnt ihr euch das da einrichten und erklären lassen. Dazu gibt es noch jemanden, der euch zeigt, wie ihr aus dem Opal, also dem Landtagsnetz, hier Infos kriegt. Und solche Dinge halt, jemand, der euch zeigt, wie man aus dem Redmine hier Infos kriegt. Alles, wie man mit der Landtagsfraktion zusammenarbeitet. Am 6.6. ist der Samstag und ich weiß, dass Donnerstag Fronleichnam ist. Ich weiß, dass einige da ein langes Wochenende geplant haben. Aber es ist der Termin, der mit allen Menschen, die da Vorträge halten wollen, sollen, können, halt zustande gekommen ist. Und dementsprechend ist es der 6.6. und nach den Sommerferien gibt es ja auch bestimmt dann wahrscheinlich im September das nächste Treffen. Selbstverständlich kommen alle Infos nochmal als Mail rum, sowohl auf der Kommunalliste wie auch diesmal ein bisschen breiter gestreut und natürlich auch auf unserer 20er-Liste, aber das erst in der nächsten Woche. Das ist hier nur die Vorankündigung. Ja, vielen Dank. Gibt es sonst noch was, unser Sonstiges oder Anmerkungen? Ja, das ist nicht der Fall. Und da wir den nicht öffentlichen Teil schon zu Beginn der Sitzung gemacht haben, sind wir schon am Ende unserer heutigen Fraktionssitzung. Vielen Dank, tschüss, bis nächste Woche.